Es ist Donnerstag, der 24. Januar 2019. Dies ist ein Interview für die Sendung Mach du Menschenrechte auf unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um das Arbeitslosengeld II. Und am 15. Januar 2019 ist da eine mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht gewesen. Zum Thema begrüße ich ganz herzlich Herrn Ralf Böß von der Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen. Hallo Ralf. Hallo, lieber Volker. Ja, das war ja das Verfahren zu Aktenzeichen 1 BVL 7 aus 16 und da geht es um die sogenannten Arbeitslosengeld II Sanktionen. Was kannst du zu dem Verfahren berichten? Du bist ja da gewesen in Karlsruhe. Ja, also das ist das erste Verfahren, was überhaupt um Sanktionen gegen hat hier. Und über die Höhe des Regelsatzes ist schon öfter mal was gesagt worden, aber noch nicht direkt über die Sanktionen. Und das war eine sehr interessante Veranstaltung dort. Ich war sehr überrascht über die offenen Fragen der Richter. Die Richter haben mit ihren Fragen die Regierung von nach oben und unten wirklich gegrillt, so kann man das schon sagen. Und ich bin deswegen sehr gespannt auf das Ergebnis. Wenn man selber vielleicht eine rechtliche Ausbildung hat oder auch ins Grundgesetz schaut, in Artikel 19 Grundgesetz, da sieht man ja, dass man in die Grundrechte eingreifen darf, aber nicht in den Wesensgehalt, nicht in den Kern. Und was Eingriffe außerhalb des Kerns, das muss ja geeignet, erforderlich und angemessen sein. Also geeignet zur Erreichung des Ziels, erforderlich, dass nicht auch ein schwächeres Mittel ausreicht. Und der Eingriff muss ja verhältnismäßig sein im Verhältnis zu dem angestrebten Ziel. Was ist darüber so in der Richtung gesagt worden? Ist das verhältnismäßig? Ja, also das ist jetzt da in dieser Form nicht verhandelt worden, aber Hartz IV ist sicher nicht verhältnismäßig, weil wenn es wirklich darum ging, also Leuten, die in die Arbeitslosigkeit gefallen sind, wieder auf den Arbeitsmarkt zu verhelfen, ne, da gäbe es sicher ganz viele Mittel, die angemessen und zielführend und alles sind, die auch zu akzeptieren sind, aber nur insoweit der, ich will mal sagen, der innere Mensch mitmacht. Also und das ist in Hartz IV absolut nicht der Fall. Hartz IV war gemacht, um den Niedriglohnsektor zu öffnen und die Arbeitsverhältnisse zu flexibilisieren. Das heißt, es ging von vornherein in Hartz IV darum, die Menschen in Arbeiten zu pressen, die arbeitslos gewordenen Menschen in Arbeiten zu pressen, in die sie normalerweise gar nicht rein würden. Das Wort Niedriglohnsektor heißt ja nur, dass man zu wenig Geld kriegt, um zu leben. Und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse heißt, dass man keine Arbeitsrechte mehr hat. Und da wurde dann alles aufgebaut von der Art, wie wir sie haben, von Leiharbeit und Zeitarbeit und was es da alles gibt auf dem Sektor, das wurde. Und dann hat man sich ein System hingesetzt, durch das man die Leute zwingt, dahin zu gehen. Das ist was anderes, als Menschen, die arbeitslos geworden sind, eine Hilfe zu geben, wieder in den Arbeitsmarkt zu gehen. Wenn man sie zwingt, in den Niedriglohnsektor zu gehen, der neu zu eröffnen ist und gewissermaßen ihre Arbeitsrechte zu verlieren und sowas, da ist ein Zwangssystem eingerichtet. Ich sage immer, Hartz IV ist gar kein Sozialsystem mehr, Hartz IV ist eine Unternehmersubvention geworden. Leute zu allen Bedingungen billigst zu kriegen, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und da ist natürlich die Verhältnismäßigkeit in keinem Fall vorhanden. Es gibt ja auch Aufstocker, also Leute, die unterhalb dessen sind, was man für Hartz IV meint, was Existenzminimum sei. Da ist es ja wirklich eine Unternehmersubvention. Das führt halt dazu, dass die Arbeitgeber immer geringere Löhne zahlen und der Staat immer mehr dazu bezahlt und so weiter. Und dadurch gibt es eine Unwucht, die unglaublich ist. Man wirft ja den Hartz-IV-Lern im Großen und Ganzen vor, dass sie von Stütze leben oder vom Steuerzahler leben. Das kann man den Aufstockern ja auch vorwerfen. Da hört ja eigentlich alles auf, was Sinn und Verstand ist. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und da sind durch diese Zwangsmechanismen sind halt die Menschenrechte völlig außer Kraft gesetzt worden. Jetzt ist mir aufgefallen, bei der Verhandlungsgliederung, die ja in der Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts steht, die die rausgegeben haben vor der mündlichen Verhandlung, dass es da ja ganz viel um die Verhältnismäßigkeit der Eingriffe geht. Und ich habe da nichts gefunden in der Verhandlungsgliederung, die angekündigt war, dazu, wie viel dem jedem mindestens zusteht. Also Menschenwürde darf man ja gar nicht eingreifen. Und was sonst halt so der Wesensgehalt ist, wurde dazu etwas verhandelt oder war das jetzt nicht das Thema oder
Also hat man da gar nicht so drauf geschaut oder war das allen von vornherein klar, wie weit man nicht gehen darf? Also die Verhandlungsgliederung spiegelt nicht, tatsächlich nicht, die Stellungnahme, die der Richter in seiner Richtervorlage gegeben hat, wieder. Der Richter hat ganz deutlich, also aus Gotha, die Richtervorlage, also die der Prozess ist ja von einem Richter in Gotha ausgegangen, Sozialgericht Gotha, der gesagt hat, Hartz IV ist verfassungswidrig und das dann entsprechend eingeführt hat, nach Karlsruhe rübergereicht hat. Und da wird gesagt, Sanktionen sind an und für sich verfassungswidrig. Es gibt ein Existenzminimum, das ist vom Bundesverfassungsgericht 2010 definiert worden. Und dieses Existenzminimum in der Höhe ist ausgestaltbar, also da muss man noch drüber reden, aber es muss Wohnung, Essen und Kleidung und alles umfassen und ein soziokulturelles Existenzminimum. Das heißt, man muss auch die Möglichkeit haben, mit Freunden zu verkehren und im öffentlichen Leben teilzuhaben, ab und zu ins Theater zu gehen, ins Kino und sowas. Das nennt sich das soziokulturelle Existenzminimum. Dieses Gesamt, also die Lebensgrundhaltungskosten, Wohnung, Essen und Kleidung und dieses soziokulturelle Anteil, der gilt im Bundesverfassungsgericht als unverfügbar. Das heißt, den muss jeder Mensch haben. Den muss er nicht vom Staat bekommen. Wenn er es woanders herbekommt, ist der Staat raus. Das ist also nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass jeder das bekommt, sondern wenn du Rente bekommst oder was weiß ich, oder durch Arbeit dein Geld verdienen kannst und so weiter, dann ist es halt nicht nötig, dass der Staat dafür eintritt. Aber wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, dass du es von anderer Seite bekommst, musst du es vom Staat bekommen. Das ist unverfügbar, die Höhe ist unverfügbar und es dürfen keine Bedingungen dran gestellt werden, es zu bekommen, weil es muss einfach da sein. Und das ist so, also die Höhe ist nicht direkt festgelegt, sondern so in diesem Ideal eher nur. Aber darum gibt es ja immer Streite, ne, was das heißt, darum wird dann gestritten, 5 Euro hoch oder runter. Aber das ist hier, durch die Sanktionen wird das unterstritten. Eine Sanktion heißt ja gerade, wenn einer nicht so funktioniert, wie der Staat es will, was gerade heißt, es ist verfügbar vom Staat, ob man es bekommt oder nicht, es ist nicht unverfügbar. Also wenn einer nicht so funktioniert, wie der Staat es will, wird ihm das Geld gestrichen bis auf Null runter. Und da war eine sehr interessante Geschichte in dem, also diese ganze Verhandlungsgliederung spiegelt das eigentlich nicht wider. Aber es war trotzdem, Beginn der Verhandlung war eine interessante Frage in diese Richtung. Und ich weiß ja nicht, was das nachher für Bedeutungen hat für die Entscheidung. Im Beginn der Verhandlung war die Frage, da hat der Rechtsanwalt, der die Regierung vertreten hat, der hat erst ein Plädoyer gehalten und dann wurde er von den Richtern gefragt, sagen Sie mal, das Bundesverfassungsgericht hat ein unverfügbares Existenzminimum definiert und nicht nur definiert, sondern festgestellt und durch die Sanktionen unterschreiten sie das und reden dann von einer sogenannten letzten Grundversorgung, was immer das heißt, die sehr viel niedriger liegt oder sogar bei Null ist. Sagen Sie mal, wie kommen Sie dazu, unser festgesetztes Existenzminimum zu unterschreiten? Und da hat der Anwalt was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, auf der einen Seite ist das Bundesverfassungsgericht mit seinen Urteilen, auf der anderen Seite ist die Verfassung. Und wir machen das an der Verfassung fest. Damals hat er gewissermaßen das Bundesverfassungsgericht an der Stelle ausgeblendet und hat es so begründet, dass er sagt, jetzt wird es interessant, dass er sagt, wir leiten das direkt aus dem Grundsatz der Menschenwürde, des Schutzes der Menschenwürde ab, dass wir sanktionieren. Weil zur Menschenwürde gehört dazu, dass man sich um sein eigenes Einkommen selber kümmert. Und wer das nicht macht, den müssen wir dabei nicht unterstützen, um es grob zu sagen. Und dann hat die Richterin gesagt, eine der Richterinnen dort, sehr erstaunt gebracht, sie machen die Würde von der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Menschen abhängig. Und damit sind wir, wenn man die Würde eines Menschen von Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft abmacht, ist man mitten im Dritten Reich, wenn sie nicht gewährt ist, generell. Und da gab es an der Stelle einen Streit zwischen beiden Parteien und damit ist diese Frage eigentlich dann abgehandelt gewesen. Genau genommen hätte der ganze Prozess an der Stelle aufhören können. Ist das deutlich? Ja, mir würden noch viele andere Beispiele einfallen, außer Dritten Reich. Das war über diesen Punkt mit dem unverfügbaren Existenzminimum. Genau. Ja.
Das ist deutlich. Ich hätte gerne nach dem Interview, wenn es geht, noch den Link oder das Aktenzeichen zu diesem Urteil aus 2010. Das möchte ich gerne ergänzen, ja, im Artikel. Genau. Ja, und ich nehme an, dass es bei der Richtervorlage um Verstöße gegen Menschenwürde und Sozialstaatsgebot gegangen ist. Oder ging es noch um andere Grundrechte oder Verfassungsinhalte? Da wurden sehr viele Kompromissemittel dann versucht und so weiter und so fort. Also dass das Bundesverfassungsgericht sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, wie wollen wir denn das jetzt ausgestalten, das und das und das stimmt nicht. Und es war sehr interessant, die Regierung hat immer versucht, oder die Regierung und der, wie heißt es, der Chef von der Bundesagentur für Arbeit, Scheele und sowas, die haben immer dann tolle Bilder entworfen, was alles gemacht würde, um die Würde auf jeden Fall zu schützen. Und dann haben die Richter gesagt, wissen Sie, das erzählen Sie, das ist wie Hochglanzbroschüre. Und die Sozialverbände sagen durchwegs das Gegenteil. Und wo sind bei Ihnen die belastbaren Zahlen oder die belastbaren Argumente? Außer, dass sie uns hier schöne Hochglanzbroschüren entwerfen. So ungefähr war das. Und dieser Zwist war die ganze Zeit. Und da hat die Regierung einen sehr, sehr schlechten Stand gehabt in der Verhandlung. Was sind denn die wichtigsten Punkte des von Ihrer Bürgerinitiative, eurer Bürgerinitiative beauftragten Gutachten zu den Arbeitslosengeld II-Sanktionen? Und welche Rolle spielt das Gutachten in dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht? Also, ich habe als Privatmensch erstmal ziemlich viel Randale gemacht mit dem Jobcenter. Und das kam dann auch groß im Fernsehen mit Frau Maischberger und weiß der Kuckuck was alles. Und ich wurde als der frechste Harzer aller Zeiten bei der Bild-Zeitung tituliert und so weiter und so fort. Und da ging es richtig hoch her. Und im Zuge dieser, ich will mal sagen, ich hatte die Entscheidung gefällt, wenn ich schon sagte, ich habe gesagt, ich will das System abschaffen. Und was mache ich, um das System abzuschaffen? Wenn sie mich sanktionieren, dann hungere ich halt. Fertig. Ja. Und als dann der erste Hunger losging, dann wurde das richtig groß in der Zeit und in der Bildzeitung und die gesamte deutsche Presse war beteiligt mit allem drum und dran. Und das hatte aber zum Vorteil diese Entschiedenheit bei mir und dann war ich auch am Hungern und so weiter. Und dann hat das Jobcenter eigenständig die Sanktionen zurückgenommen, weil sie natürlich fehlerhaft waren. Ich habe keine einzige rechtskräftige Sanktion. Aber ich habe massenweise, aber die sind alle nicht haltbar, aber das ist eine andere Geschichte. Da haben sie die dann zurückgezogen, um das Ganze, den Spuk zu beenden. Und dann hat sich das ergeben, dass ich sagte, ich bin ja die Philosoph und kein Rechtswissenschaftler oder sowas. Dann haben wir uns natürlich auf den Weg gemacht, wo kriegen wir jetzt ein belastbares Gutachten her, was man dann auch den Richtern geben kann. Und einen Richter, womit man einen Richter veranlassen kann, die Sache zum Bundesverfassungsgericht zu bringen. Und auf dem Wege, wir sind dann manchen Nebenweg gegangen, sind wir dann zu jemandem gekommen, zu einem Team von Leuten, die hochgradigste Verfassungsrechtler waren und die haben uns das dann hergestellt, das Gutachten. Wir haben dann viel miteinander diskutiert und gemacht und getan und dann ist dieses Gutachten entstanden. Das habe ich dann allen meinen Prozessen mit dabei gelegt. In Berlin selber ist es aber nicht weitergegangen. Ich habe hier 16 parallele Prozesse und 16 parallele Hungerzeiten und weiß der Kuckuck was alles durchgemacht und so 100% Sanktionen in Massen verhängt und so weiter und so fort. Und dann ist es aber, und die Berliner Richter, die blockieren alle vollständig. Das hat politische Gründe und das hat Gründe des Teamgeistes und was alles so ist, was eigentlich die Freiheit des Denkens hier völlig außer Kraft setzt. Aber in Gotha, wir haben das Gutachten dann überall verbreitet, haben überall das verbreitet nach dem Motto, nehmt es, wer eine berechtigte Sanktion hat, kann dieses Gutachten einlegen. Das Problem ist, man muss eine berechtigte Sanktion haben. Also, weil man, ja? Ich verstehe es so, einfach gesetzlich berechtigt, aber grundgesetzwidrig. Habe ich das richtig verstanden? Also, genau, dass das berechtigt genau. ist? Genau. Eine berechtigte Sanktion heißt, innerhalb von Hartz IV muss sie absolut richtig sein und darf nicht gekippt werden können vom Jobcenter oder vom Gericht. Ganz wichtiger Punkt, sonst kommt man nicht zum Bundesverfassungsgericht auf dem Weg der Instanzen. Hm. Und ein Richter, der das als Richtervorlage einreichen will, also wenn ein Richter das selber nach Karlsruhe trägt, dann darf es auch keine Möglichkeit gegeben haben oder geben, die Sache auf anderem Wege zu befriedigen, also das Geld rüberzureichen und die Sanktionen aufzulösen. Das heißt, es müssen absolut rechtssichere Sanktionen sein.
Das Verfassungsgericht sagt ja auch immer, soweit da ein Auslegungsspielraum ist, dass die anderen Gerichte Gesetze grundrechtsfreundlich oder menschenrechtsfreundlich auslegen können, dann müssen die das machen. Dann braucht Karlsruhe sich gar nicht kümmern. Erst wenn es darum geht, ob ein Gesetz geändert werden muss oder für ungültig erklärt werden muss oder Vorschriften eben geändert oder für ungültig erklärt werden müssen. Genau. Deswegen braucht man absolut sichere Sanktionen. Also man muss sich wirklich, also bei mir zum Beispiel sieht das aus, wenn ich vom Jobcenter ein Angebot bekomme zu einer Maßnahme oder zum Callcenter oder sowas, ne, wie das halt dann häufig passiert ist. Dann sage ich, ich würde den Job total gerne machen, ich habe nur ein Problem. Ich bin voll beschäftigt. Meine Arbeit ist, euch abzuschaffen. Und weil ihr noch da seid, habe ich keine Zeit für so einen scheiß Job. Wenn ihr weg seid, habe ich die Zeit. Also so, und da muss man natürlich sanktioniert werden, weil das aus deren Sicht eine Arbeitsverweigerung ist. Es ist ja keine. Es ist ja Höchstarbeit auf einem gesellschaftlich bedeutsamen Felde, das Jobcenter wieder in den Rahmen des Grundgesetzes einzugliedern. Aber für die ist es natürlich eine Arbeitsverweigerung. Und dann hat man eine sichere Sanktion und da können auch die Richter nichts dagegen sagen. Ne? So ungefähr. Und nur dann kommt man zum Jobcenter. Und dann war einer in Gotha, ein Kläger, der hatte sich auch den sogenannten zumutbaren Arbeitsangeboten und so weiter verweigert und hatte damit eine sichere Sanktion und hat dann das Gutachten eingereicht in Gotha. Und der Richter dort hat sich von den Argumenten, wenn er sie nicht vorher schon auch selber hatte, überzeugen lassen und hat dann daraus die Richtervorlage gemacht. Ja, und dann ist es dahin gegangen. Ne? Und die Grundfrage ist, es gibt ein soziokulturelles Existenzminimum. Darf der Staat an dieses Existenzminimum ran, um einen zu knebeln oder einen zu irgendetwas zu zwingen? Quasi darf man die Notlage der Menschen verwenden, um den Niedriglohnsektor und die Flexibilisierung der Arbeitsplätze durchzuziehen. Gegen die Interessen der Menschen, die das leisten müssen. So, das ist eigentlich die Grundfrage. Das ist ja auch interessant, denn bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, da muss man ja dann auch die wirkliche Intention vergleichen mit dem, wie stark eingegriffen wird. Ja. Und nicht nur die behauptete. Ja. Also, wenn die Intention jetzt nicht, ist ein Unterschied, ob die Intention ist, Leute in Arbeit zu bringen oder ob die Intention ist, die Löhne zu drücken. Ja, dieses Gebiet wurde zum Beispiel jetzt tatsächlich im Bundesverfassungsgericht in der öffentlichen Verhandlung nicht verhandelt. Schade. Sondern da ging es nur darum, die Leute in Arbeit zu bringen, aber nicht darum, den Niedriglohnsektor zu öffnen und die Arbeitsverhältnisse zu flexibilisieren. Dieser Punkt wurde tatsächlich im Bundesverfassungsgericht jetzt in der Verhandlung nicht behandelt. Und der hat natürlich, aber in Wahrheit hat diese Intention natürlich eine riesige Bedeutung. Gibt es Schätzungen, wie viele Menschen durch das Arbeitslosengeld II beziehungsweise vor allem durch Arbeitslosengeld II Sanktionen weniger als das Existenzminimum bekommen? Also so ganz allgemein, es gibt ja viele, die in Arbeitslosengeld II, ich sag lieber Hartz IV, weil okay. Ich bin kein Jurist, rede das lieber von der anderen Seite. Es gibt ja wesentlich mehr Menschen, die sehr arm sind und unterhalb des Existenzminimums sind, aber sich bei Hartz IV nicht anmelden, weil es mehr als entwürdigend ist, diese ganze Geschichte da. Ja, oder schon raus sind, weil sie sagen, also lieber geht's mir ganz dreckig oder ich lebe, was weiß ich, von irgendwelchen Hand-in-Mund-Problemen oder sowas oder ich bin sogar wohnungslos und so, als dass ich mich dieser Art von Zwang, die da herrscht, nochmals unterwerfe. Also deswegen ist die Höhe ist sehr viel höher als man in Hartz IV. Aber in Hartz IV selber betrifft es ungefähr so durchschnittlich, also 2017 bis 2018 waren es 930.000, fast eine Million. Die Jahre davor, insgesamt ist es fast eine Million, die im Jahr sanktioniert wird. Und mehr oder weniger, also weniger heißt ab 10% gibt es die Sanktionen für einfache Meldeversäumnisse, wobei wenn man öfter eine Meldeversäumnis hat, kumulieren die sich, also zwei Meldeversäumnisse in einer kurzen Zeit sind 20% und so. Bei einer Arbeitsverweigerung oder dass ich sage, ich mache eine unsinnige Maßnahme nicht. Es gibt Leute, die werden in Maßnahmen getrieben, Computerspezialisten, die lernen dann den Umgang mit der Maus
oder diese Bewerbungstrainings, die absoluter Unsinn, absoluter Bullshit waren. 6 Monate Bewerbungstraining, was für ein Unfug. Und so weiter und so fort. Und dann haben die Leute sich dann irgendwann gesagt, nachdem ich kenne jemanden, der ist 6-mal in so ein Bewerbungstraining rangeknallt worden. Also da ging es nicht um seine Förderung, da ging es um ganz andere Dinge. Und wenn man sich dann weigert, kriegt man halt Sanktionen. Und also das sind 30, 60%, erste Mal 30, innerhalb eines Jahres wieder 60 und dann 100. Aber 100 heißt nicht, 30 ist vom Lebensminimum, von diesem soziokulturellen Existenzminimum oberhalb der Miete. Also da sind zurzeit gerade 400 irgendwie, 415 oder sowas, davon 30%. Dann von diesen 400 Lebenshaltungskosten 60%. Wenn aber dann 100% gegeben werden, fällt auch weg die Miete und die Krankenkasse. Also da fällt alles weg. Eine 100%ige Sanktion erstreckt sich über sämtliche Gelder, die es gibt. Man kann auch nicht zu einem Amt gehen, dann zum Sozialamt und sagen, ich habe nichts, kriege ich irgendwoher was. Es gibt dann gar nichts mehr. Es ist verboten, dass irgendeine andere Stelle einem irgendwie noch hilft. Das ist die 100%-Sanktion. Und davon gibt es ungefähr 10.000 im Jahr. Das steht doch im Sozialgesetzbuch 2, dass sanktionierte Lebensmittelgutscheine bekommen können. Wie ist das denn in der Praxis? Das Wort können ist ja extra hingeschrieben. Und das ist schön. Das erste Problem ist, wenn ich eine Sanktion bekomme, dann habe ich ein schweres Verhältnis mit meinem Arbeitsvermittler, sonst kriege ich keine Sanktion. Das heißt, der fordert die ganze Zeit von mir Sachen, die ich nicht bringen kann oder will und lässt sich auf das, was ich anbiete, nicht ein. Ich zum Beispiel persönlich habe immer gesagt, mir geht es darum, das System wieder zu heilen. Ihr macht hier die ganze Zeit großen Bullshit. Aber natürlich kann sich darauf ein Arbeitsvermittler nicht einlassen, weil der sagt nur, Arbeit ist, was Geld bringt und nicht Arbeit ist, was Sinn macht. Für mich sind das zwei völlig verschiedene Dinge. Ob Arbeit Geld bringt, ist für mich was anderes, als ob Arbeit Sinn macht. Kinder hüten macht Sinn, bringt unter Umständen kein Geld, wenn es die eigenen sind. Seine Eltern zu pflegen, wenn sie im Sterben sind, macht Sinn. Es gibt ganz viele Arbeiten, echter Umweltschutz macht Sinn, echte Bildung, echte Kulturarbeit, alles mal. Es gibt so viele Sachen, die Sinn machen, die kein Geld bringen. Wogegen Geld bringt lauter Bullshit. Also Geld bringt halt und so weiter und so fort. Darüber muss man mal nachdenken. Ja. Und aber das wird im Jobcenter nicht anerkannt, sondern nur was Geld bringt. Also das ist so die Geschichte. Wenn ich eine Sanktion bekomme, dann ist vorangegangen, dass ich mit dem Arbeitsvermittler ein richtig schlechtes Verhältnis habe. Und bei einer 100%-Sanktion ist da geht es um die totale Erniedrigung des Menschen. Und da ist natürlich das innere Verhältnis zu diesem Menschen, zu dem Arbeitsvermittler völlig im Eimer. Jetzt kommt das Interessante, wenn ich einen Lebensmittelgutschein haben will, muss ich den darum betteln. Und es liegt in seinem Ermessen, ob ich ihn bekomme. Und das Ermessen kann da mal so ausgeübt werden in der Praxis? Genau, es gibt einen Punkt, wo kein Ermessensspielraum ist, wenn ich Kinder im Haushalt habe. Dann kriege ich theoretisch Essensgutscheine. Ob ich die Wohnung erhalten kann, ist eine andere Frage. Ne? Also eine 100%-Sanktion. Wie das dann fehlt ja mein Anteil für die Wohnung fehlt und so weiter und so fort. Das ist eine andere Frage, das ist alles sehr kompliziert und so weiter. Aber dann müssen auf jeden Fall Essensgutscheine gegeben werden. Das. Sonst, wenn ich Single bin oder mit einem erwachsenen Menschen zusammenlebe oder irgendwie oder sowas, ist es Ermessensspielraum. Und ein Punkt des Ermessens, der aus dieser Tatsache, aus diesem System logisch ist, das ist, wenn ich irgendwie ein Vermögen habe. Man darf ja als Harzer ein kleines Vermögen haben, was nicht direkt verbraucht wird. Also was ich halten kann und nicht ganz verbrauchen muss. Also so irgendwas zwischen 2.000 und je nach Lebensalter 5.000 Euro darf man an der Seite haben, die nicht unbedingt verbraucht werden müssen. Wenn sowas dem Jobcenter bekannt ist oder wenn es sowas nur unterstellt, dass ich irgendwie eine Einnahmequelle haben könnte, verzichtet es auf die Lebensgutscheine. Aber es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die dann auch berichten, dass ihnen überhaupt die Lebensmittelgutscheine enthalten worden sind. Also ich kenne einen Fall von einer Frau, die hat gesagt, sie wäre dann hingegangen, sie hätte nichts gehabt, dann hätte man sie ihr nicht gegeben, im nächsten Monat hätte man sie ihr wieder nicht gegeben, im dritten Monat wäre sie dann zur Leitung des Jobcenters gegangen, die Leitung des Jobcenters hätte gesagt, das geht ja gar nicht, dass sie nichts kriegen, und dann hätte sie in diesem Monat für 3 Monate die Lebensmittelgutscheine bekommen.
Ja, also solche unsinnigen Sachen passieren, aber viele kriegen auch gar nichts. So, das geht, also es ist ein schwieriger Kampf auf diesem Sektor, wobei die Lebensmittelgutscheine, das ist die Vorderseite des Kampfes. Die Rückseite sieht nochmal ganz anders aus. Da fällt mir ein, die Tafeln wollen ja sich fokussieren auf die Leute, die bedürftig sind und wollen ja in der Regel auch einen Nachweis haben, dass man Arbeitslosengeld 2 Empfänger ist. Ist ja etwas darüber bekannt, wie die Tafeln damit umgehen, wenn Leute sanktioniert sind und dann vielleicht keinen aktuellen Nachweis haben, dass sie Leistung bekommen? Nee, als Sanktionierter bekommt man einen Bescheid, einen Hartz-IV-Leistungsbescheid. Oder auf jeden Fall, da steht drin, dass man sanktioniert ist. Also mit dem Leistungsbescheid kann man auch bei den Tafeln aufkreuzen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Hartz-IV-Bescheid. Wenn ich gar keinen Bescheid habe, es gibt Jobcenter, die lassen sich 5 Monate Zeit, um die Erstanträge oder irgendwas zu bearbeiten. Dann habe ich 5 Monate überhaupt keinen Bescheid. Dann darf ich nicht mal bei der Tafel was kriegen. Das heißt, dann bleibt vielleicht nur noch Bahnhofsmission und die gibt es vielleicht nicht in dem einigermaßen flächendeckenden Maß, wie es Tafeln gibt. Wird nicht mehr viel. Was war das erste? Bahnhofsmission. Ich kenne Leute, die sind zur Bahnhofsmission konnten Essen bekommen, weil sie Tafeln. Dann steht man wirklich draußen. Dann hat man, wenn man das nicht mehr hat, dann kriegt man ja keine Verkehrsverbilligungen und gar nichts kriegt man dann. Dann ist man fertig. Aber wenn man, und diejenigen, die Hartz IV nicht in Anspruch nehmen, die haben auf der Ebene noch eine wesentlich höhere Hürde. Genau. Ja, aber die Lebensgutscheine selber sind auch ein ziemliches Problem. Das ist eine andere Geschichte. Da, wenn ich das jetzt mal einlösen. Es gibt Probleme, wenn man sie einlöst, überall. Die Verkäufer selber haben es auch nicht einfach damit, mit den Lebensmittelgutscheinen. Die sind ja auch davon abhängig, dass das Geld ihnen zurückgegeben wird. Da gibt es sehr große Defizite bei den Jobcentern, das Geld auch wirklich abzugeben, sodass die Verkäufer überhaupt nicht besonders dankbar sind, wenn da was läuft, wenn da so ein Gutschein eingereicht wird. Die Leute sind an der Kasse stigmatisiert. Es gibt dann so, hier steht schon wieder so ein Harzer, was soll ich denn da machen? So ein Ruf dann durchs ganze Geschäft von so einer armen Kassiererin. Die Kassiererin haftet persönlich dafür, dass nichts rausgeht an den Hartz-IVler als das, was erlaubt ist. Also keine Tabakwaren, kein Alkohol und so weiter und so fort. Wenn die irgendwas Falsches rausgibt, dann haftet sie persönlich dafür. Und so sind sehr, sehr viele Hürden, die es auch von Seiten der Arbeit, der Verkäufer nicht ganz einfach machen, damit umzugehen und so weiter und so fort. Also es ist eine ziemlich unangenehme Geschichte. Ja, und die Lebensmittelgutscheine helfen mir überhaupt nicht, Strom zu haben. Also wenn ich dann eingekauft habe Nudeln und ich habe aber keinen Strom zu Hause, weil ich kein Geld habe für Strom, dann stehe ich doof da und so weiter und so fort. Also da gibt's die Wohnung ist kalt, die Heizung läuft nicht, die verliere ich dann ja auch. 3 Monate Sanktionen, nach 2 Monaten kriege ich eine fristlose Kündigung und so weiter und so fort. Und dann kein Geld für Strom und das machen die Lebensmittelgutscheine alle nicht. Ich kann auch keine Medikamente kaufen, ich kann keine Fahrkarten kaufen, ich komme vielleicht gar nicht hin zu dem Laden. Wenn ich auf dem Land wohne, das sind nur die größten Läden, die das machen, da auch nicht alle. Aldi nimmt keine Lebensmittelgutscheine wegen der vielen Hürden, die da sind von Seiten des Jobcenters. Ich muss also in teurere Geschäfte gehen und so weiter und so fort. Also da sind so viele Hürden mit den Lebensmittelgutscheinen und dermaßen entwürdigend, dass das eigentlich gar keine Hilfe ist, sondern es ist eine Zusatzbelastung. Eine Zusatzsanktion. Aber das ist eine andere Geschichte, weswegen ich ziemlich sicher bin, dass nur sehr wenige Leute die in Anspruch nehmen. Das erste Mal vielleicht noch, das zweite Mal nicht mehr. Und mir fällt auf, dass bezüglich des soziokulturellen Existenzminimums das doch ähnelt dem, was im UNO-Sozialpakt in Artikel 11 und Artikel 15 steht. Im Artikel 15 UNO-Sozialpakt steht unter anderem das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe, was eben so viel bedeutet, dass man eben gewisse Mittel noch haben muss, eben um am öffentlichen Leben teilzunehmen oder Kultur oder Sport. Und Artikel 11 steht ein Menschenrecht auf Nahrung drin, auf Wohnung, auf Kleidung und auf einen angemessenen Lebensstandard. Und es könnte vom UNO-Sozialpakt abgeschaut sein, ist mein Eindruck. Ja. Und was ich dazu kannte, ist,
dass das, was in Artikel 11 steht, auch erwähnt wird in einem Urteil aus dem Jahr 2008, wo es darum ging, wie viel Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge müssen steuerlich absetzbar sein. Also wie viel kostet das, sich so zu versichern, wie es jedem Sozialhilfeempfänger mindestens zusteht. Und das andere, da wurde eben auch erwähnt, Bezug genommen auf Rechtsprechung, was das Verfassungsgericht eben zum Existenzminimum und auf welche Bedürfnisse das beinhaltet, gesagt hat. Und ich kenne ein Urteil vom 18.07.2012, das war nach fürs Asylbewerberleistungsgesetz. Und da haben sie auch den UNO-Sozialpakt angewendet, eben auch diesen Artikel 15, wo es um die gesellschaftliche Teilhabe geht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das auch, hat man dann auch gesagt, das, was wir den Asylbewerbern hier zuzustehen haben, haben wir auch den Arbeitslosengeld II-Empfängern an kultureller Teilhabe zuzugestehen. Das ist eine Besonderheit, dass 2012 oder 2013 oder sowas kam das Asylbewerberurteil vom Bundesverfassungsgericht. Und da war die Frage gestellt gewesen, aufgrund des Urteils von 2010, der ja Unverfügbarkeit des Existenzminimums, dass man das also haben muss, egal wie, kann man Asylbewerbern, die sich fehlverhalten im Sinne der Gesetze, die hier herrschen, das ist ja eine Frage, ob das echtes Fehlverhalten ist, da muss man immer sehr unterscheiden. Ja, die haben ja auch eigene Vorschriften, die sie erstmal kennen müssen. Genau. Also ich will mal sagen, im Sinne der Gesetze, die in Indien geherrscht haben zu Zeiten von Mahatma Gandhi, war alles, was er tat, ein echtes Fehlverhalten im Sinne der Gesetze, aber nicht im Sinne des Menschlichen. Da muss man immer sehr unterscheiden, was im Sinne eines Gesetzes ein Fehlverhalten ist und was wirklich ein Fehlverhalten ist. Gut, aber so, da hat man also unterschieden, hat man also gefragt, wenn Asylbewerber sich hier im Sinne der Gesetze fehlverhalten, darf man sie sanktionieren? Darf man ihnen Geldabzüge machen? Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, dieses Existenzminimum ist das Existenzminimum, darf nicht unterschritten werden. Und damit war für die Asylbewerber eigentlich das, was jetzt für Hartz IV vor Gericht ist, war damals schon geklärt. Also das Existenzminimum, daran darf man nicht schrauben. Auch wenn die Leute sich anders verhalten, als es sich der Staat vorstellt. So. Und dann gab es diesen Abschlussbericht der in der UNO, den Abschlussbericht für der Tagung des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Das war, ich glaube, 2009. Na, da gucke ich lieber nochmal genau. Da können wir dann hinterher den Link unten hinlegen. Und da steht drin, dass der Ausschuss Deutschland auffordert, die Menschenrechte in die Durchführung der Arbeitsbekämpfungsprogramme mit einzubeziehen. Also ich möchte das einfach mal deutlich sagen, da hat die UNO aufgefordert, Deutschland aufgefordert, angesichts von Hartz IV, die Menschenrechte in die Durchführungsprogramme der Armutsbekämpfung mit einzubeziehen. Das ist der Hammer. Also schärfer kann man es überhaupt nicht sagen. Ja, so. Naja, sowas gibt es halt. Die ganze Welt ist davon voll. Und das Interessante ist, wenn man sich fragt, ob das irgendeine Wirkung auf unsere Regierung hat, dann kann man deutlich sagen, nein. Ich möchte dazu noch was... Die UNO hat leider keine Panzer, um ihre Rechtsprechung gegen Deutschland durchzusetzen. Oder keine Polizei. Unseren Bundeskanzler mal, ich will mal sagen, festzusetzen oder so. Mir fällt dazu noch ein, ich möchte noch erläutern, dass wir im Grundgesetz eine besondere Verbindung zu Menschenrechten der UNO haben. Ja. Wir haben ja die Verpflichtung aller staatlichen Gewalten in Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz auf die Grundrechte des Grundgesetzes. Und im in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz haben wir ein Bekenntnis aller Deutschen auf die Menschenrechte in der Welt. Ja. Und dann haben wir mal recherchiert, wo kommt das denn her? Und das Grundgesetz kommt aus 1949. Genau. Und Menschenrechte in der Welt, die hier irgendwie gültig sein konnten, da gab es damals als einziges die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die war von 1948. Und dieser Artikel 1 Absatz 2 ist so ähnlich formuliert wie der erste Absatz der Präambel, also des Vorworts der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, schien also was miteinander zu tun zu haben. Und wir haben dann herausgefunden, dass es zurückgeht auf die Rede seiner Exzellenz des US-Außenministers James F. Burns, Stuttgarter Rede der Hoffnung 1946. Und der hat eben gewollt, dass wir Deutschen uns auch noch
auf den Frieden verpflichten und auf die Menschenrechte der UNO, also universelle Menschenrechte, zusätzlich zu dem, was die Alliierten insgesamt wollten, also auf die Grundrechte, das Grundgesetz, Föderalismus, Demokratie etc. Und das haben wir in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz verwirklicht. Und dass das auch so gewollt gewesen ist, haben wir den Beweis gefunden anhand von Reden von dem Dr. Süsterhen und dem Dr. Seebohm aus dem Parlamentarischen Rat. Dann haben wir geguckt, ja, wie weit reicht das denn? Da ist ja kein Gleichrang formuliert. Da steht nicht, dass die Menschenrechte der Welt gleichrangig mit den Grundrechten wären. Aber es ist halt schon zusätzlich zu dem, was bei Menschenrechtsverträgen halt drin steht. Artikel 59 Absatz 2, dass Deutschland sich halt an internationale Verträge bindet, wenn die Regierung praktisch nicht nur unterzeichnen, sondern auch das Parlament bestätigen muss. Das ist irgendwo noch eine stärkere Bindung. Und deswegen finde ich das auch wichtig für die Auslegung. Und dann haben wir aber mal geschaut, inwieweit Deutschland sich davon bisher was angenommen hat, und da ist es ziemlich weit zurück. Und der UNO-Ausschuss zum UNO-Sozialpakt hat zweimal gerügt, dass in der Juristenausbildung der Sozialpakt nicht genug vorkommt, und der Ausschuss zur Frauenrechtskonvention einmal. Also die Juristen lernen es gar nicht im Studium. Die müssen sich da selber fortbilden. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, diese harte Formulierung, dass Deutschland doch bitte die Menschenrechte in die Durchführung der Arbeitsarmutsbekämpfungsprogramme mit einbezieht, also schärfer geht es gar nicht, von 2011. Mir ist noch was aufgefallen, es gibt ein Handbuch der Rechtsförmigkeit, das wird vom Justizministerium rausgegeben, da haben wir auch nochmal geguckt, aktuelle Fassung, auf Seite 17 steht drin, welche Grundlagen man sich immer anschauen soll, um zu sehen, ob ein Gesetz auch grundrechtskonform und menschenrechtskonform ist. Und da sind sie bezüglich der Menschenrechtsverträge der UNO nicht auf dem neuesten Stand. Da haben sie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber die 8 von 9 Menschenrechtsverträgen, die es noch zusätzlich gibt bei der UNO, stehen nicht mit dabei. Hat man also nicht entsprechend aktualisiert. Bezüglich EU hat man es aktualisiert. Aber bezüglich UNO hat man das über Jahrzehnte nicht aktualisiert, sodass der Gesetzgeber, wenn er dann auf Seite 17 dieses Handbuchs schaut, bei der Gesetzgebung das leicht übersehen kann. Da ist interessant jetzt, was im Bundesverfassungsgericht jetzt gerade läuft. Neutarierung der Menschenrechte eigentlich am Thema Hartz IV. Und da gibt es ein Gutachten von Tacheles, was Tacheles e.V. eingelegt hat. Also als durch die Richtervorlage unser Gutachten da war, ne, hat das Bundesverfassungsgericht ganz viele Experten angefragt, also Expertengutachten eingefordert über das Thema. Und Tacheles e.V., das ist ein Verein für Sozialhilfe eigentlich und so, in Wuppertal, die haben ein vorzügliches Gutachten erstellt, in dem auch diese ganzen UNO und höheren, also weiteren allgemeinen Menschenrechte, also wo diese ganzen Sachen mit abgearbeitet sind für das Bundesverfassungsgericht. Und da tritt es deutlich hervor, dass Deutschland an dieser Stelle ganz weit abliegt von dem, was eigentlich gefordert ist. Ja. Das hat ja der Ausschuss nicht, der beobachtet, der guckt sich ja nicht nur die Länder an. Alle 4, 5, 6 Jahre, je nach Vertrag, müssen die ja dem jeweiligen Ausschuss der UNO für den jeweiligen Vertrag berichten. Auch wenn die Musik natürlich eigentlich spielen sollte beim Gesetzgeber und vor den nationalen Gerichten, dass sie das anwenden. Sondern die machen ja auch allgemeine Kommentare, also Auslegungsempfehlungen, wovon sie verlangen, dass die Staaten sich das angucken. Aber die Kommentare sind nicht verbindlich, anders als die Menschenrechtsverträge selber. Und die empfehlen beim Menschenrecht auf Nahrung, das ist Textziffer 12, umgekehrt, Textziffer 8 vom allgemeinen Kommentar Nummer 12, sagen sie, ihrer Meinung nach enthält der Wesensgehalt des Rechts auf Nahrung, dass man genug Nahrung haben muss, vernünftige Qualität, kulturell akzeptabel und ohne schädliche Inhaltsstoffe. Das heißt, genug gesunde Nahrung, die jetzt vielleicht nicht gerade religiös unzumutbar ist. Und wenn ich das mal vergleiche mit den total sanktionierten, oder wenn ich das mal vergleiche, damit reicht der Regelsatz dafür, sich biologisch zu ernähren, wenn man Pestiziden nicht vertraut.
Ja, na, der reicht selten. Überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja bekannt, dass die Regelsätze viel zu gering sind und eine Nahrung von, was weiß ich, 3,10 Euro oder sowas pro Tag ist ein Witz, ne? Also so in diesem Regelsatz, die da eingearbeitet ist und so. Und da macht man natürlich die ganze Zeit Kompromisse, ne? Dann kauft man sich halt keine Schuhe oder irgendwo muss man es ja einsparen, das Geld, ne? Um mit der Nahrung zurechtzukommen. So, da ist natürlich eine riesige Verführung im Hartz-IV-System, gerade auch an der Nahrung zu sparen. Und wenn man sanktioniert wird, das Erste, wo man wirklich spart, ist natürlich die Nahrung. An der Wohnung kann man ja nicht gleich sparen oder sowas, ne? Und also das ist so, da fangen dann die Probleme an und natürlich die gesundheitlichen Probleme dann auch ganz stark. Ja, man sagt wohl, ich habe diese Sachen selber jetzt noch nicht genau angeschaut, aber es gibt jetzt Studien, die sagen, dass Hartz-IV-Empfänger 10 bis 20 Jahre früher sterben als normal lebende Menschen oder sowas. Da sieht man ein bisschen von dem Druck, ne? Und wenn man dann so von außen guckt und guckt sich so die Leute an, die wirken dann auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr besonders gesund tatsächlich. Das hat seine Folgen auf allen Ebenen. Jetzt enthält der Artikel 11 UNO Sozialpakt und auch das soziokulturelle Existenzminimum ja auch ein Recht, dass man ein Dach über dem Kopf hat, Recht auf Wohnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor allem total Sanktionierte, wenn sie auch das Geld zum Wohnen nicht bekommen, 100% Sanktionierte, auch viele obdachlos geworden sind. Genau. Das ist einer der Punkte, warum zum Beispiel der DGB sich gegen Sanktionen ausspricht. Also es ist interessant, der DGB ist gespalten, die Obrigkeit will das immer deckeln, aber die Fachabteilungen im DGB haben sich gegen die Sanktionen ausgesprochen. Die Obrigkeit, also der alleroberste Leiter, der ist von der Stiftung Soziale Marktwirtschaft da reingekauft worden. Da braucht man sich nicht wundern, das ist ein harter Unternehmerverband. Diese großen Verbände wie DGB oder sowas sind halt auch nicht frei von irgendwelchen komischen Versuchungen. Dadurch wird das unterdrückt oder runtergedrückt. Das Gutachten, was der DGB geschrieben hat für das Bundesverfassungsgericht, jetzt für diesen Fall, der jetzt läuft, sollte deswegen nicht veröffentlicht werden. Die Fachabteilung DGB sagen, dass, jetzt muss ich das mal genau sagen, im Gefängnis würde der Entzug des Obdachs und der Entzug der Nahrung als Folter gelten. Also man darf im Gefängnis keinem Nahrung vorenthalten und man darf ihn auch nicht praktisch außerhalb der Zelle jetzt im Hof übernachten lassen oder sowas, ne? So. Mhm. Das würde als Folter gelten. Und da schreibt der DGB, es ist uneinsehbar, also nicht zu akzeptieren und nicht zu begründen, dass Leute, die keine Straftat begangen haben, sondern maximal eine Obliegenheitsverletzung gemacht haben, zum Beispiel eine Bewerbung nicht geschrieben haben oder sowas, härter bestraft werden als Straftäter im Gefängnis. Gibt auch eine Resolution der UNO, was jedem Straftäter mindestens bleiben muss. Genau. Und da war auch ein Dach über dem Kopf, soweit ich mich entsinne, mit dabei, ja. Dach über Kopf und Wohnung, ja, Gesundheit. Ja, Gesundheit, da darf man gar nicht ran. So, ja. Laut Leben und körperliche Unversehrtheit gehört mit zu den Grundrechten, die maximal eingegriffen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Sanktionen sind eine Operation am offenen Herzen. Ja, und da müssen die Standards unglaublich hoch sein. Ich bin total gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht am Ende jetzt entscheiden wird. Das kann man natürlich an diesen Fragen jetzt nicht so sehen. Das sind ja viel mehr Sachen, die da im Untergrund wirken. Aber ich bin da total gespannt. Zumal es eine Riesenlüge ist. Ich muss mal für diese Lüge. Die Regierung sagt immer, das trifft ja nur so wenige und versucht damit die Sache zu bagatellisieren. Und sagt, das würde maximal 3% betreffen. Überhaupt die Sanktionen. Das sind doch bestimmt noch abhängige Familienangehörige mit dabei. Ja, das wird ja gar nicht dabei mitgerechnet, sondern die Direktsanktionen, also das trifft ja dann mehr. Ein Familienverband von 3 Leuten, wenn einer sanktioniert ist, haben sie nur noch 2/3, ne? So. Auch die Wohnungskosten sind dann maximal bedroht. Und so weiter und so fort. Na, wie dem so sei. Also es betrifft natürlich wesentlich mehr. Aber jetzt, die sagen 3% und das ist eine Lüge. Und die Lüge möchte ich einfach mal erzählen. Ich meine, die werden ja fürs Lügen bezahlt dafür. Und das
das machen sie gut. Ja? Die Wirklichkeit sieht folgendermaßen aus, dass man sich das mal vorstellen kann. Wo ich in der Schule war, da war meine Klasse, so eine Dorfschule, 25 Leute in der Klasse. Und da wurde noch mit Rohrstock geprügelt. Und da wurde auch ordentlich davon Gebrauch gemacht. So, und jetzt folgendes Rechenexperiment. Wenn jeden Tag einer verprügelt wurde, dann kommt es jetzt drauf an, wenn ich nach 25 Tagen gucke, dann sage ich, 100% der Leute sind verprügelt worden. Wenn ich den Schnitt aber auf einen Tag lege, dann sage ich, 4% der Leute sind verprügelt worden. Es trifft nur 4%. Und genauso macht das die Bundesregierung. Die guckt nicht ins Ganze. Wenn ich nämlich sage, 1 Million Sanktionen, und das sind nur 3% von Hartz IV, da müssen wir ja riesig viele Hartz IVler haben. Also bei 4 Millionen Hartz IVlern wären 1 Million Sanktionen wären 25%. Ja. Ist das deutlich? Ja, also diese eine Million kriegt mehr, dem legen einfach einen Zeitraum fest, innerhalb dessen sie gucken. Und innerhalb dieses Zeitraums sind es 3%. Den kann man so kurz machen wie möglich. Und zwar, das ist so ungefähr jeden Tag oder sowas, ne? Dann sagt man, es trifft nur 3%. Wenn man guckt, was wirklich war, sind es fast alle. Also es sind ungefähr 14, 15, 16% der Hartz-IVler, die von Sanktionen betroffen sind. Es wäre doch angemessen, das Jahr zu nehmen, dann kann man auch die Entwicklung von einem Jahr zum anderen betrachten. Genau, und dann sieht man diese Millionen und dann fragt man sich, ja, was ist denn los? Und dann sind die Prozentzahlen völlig andere als diese 1%. Genau wie in der Klasse. Wenn ich auf einen Tag gucke, sage ich, ja, es hat jetzt 4% getroffen. Ja? Und dann morgen trifft es. Und wirklich betreffend tut es aber immer vom ersten Schlag an alle. Weil alle, die es mitkriegen, natürlich dann auch entsprechend schon miterzogen werden. Also es trifft immer 100%, aber einige dann auch physisch. Das ist alles. Ja? Und da ist, und diese Lügen, die da überall verbreitet werden, die gehen mir so dermaßen auf den Senkel. Aber so ist die Welt. Und da sind dann die Menschenrechte sehr viel tiefer verletzt, also auch quantitativ, ja, als man das von außen erstmal so sieht. Jetzt hat Deutschland ja erneut auch berichten müssen vor dem Ausschuss zum UNO-Sozialpakt. Und die haben dann, nachdem da einige auch starke NGO-Bündnisse, auch unter Beteiligung von DGB-Mitgliedsgewerkschaften, ihre Parallelberichte gemacht haben, hat sich der Ausschuss sehr kritisch geäußert und sich besorgt gezeigt in der Nummer 46 seine abschließende Beobachtung zu Deutschland. Und da hat er gesagt, dass er besorgt ist bezüglich der Berechnung des Regelsatzes, bezüglich der Sanktionen, auch bezüglich dessen, was jetzt angemessene Arbeit ist. Und hat das geäußert im Hinblick auf Artikel 6 UNO-Sozialpakt, das ist ja das Recht auf Arbeit. Artikel 9 UNO-Sozialpakt, Recht auf soziale Sicherheit, also Sozialversicherung praktisch. Und Artikel 11, Nahrung, Wohnung, Kleidung, angemessener Lebensstandard. Was hat sich denn seitdem getan? Das ist ja größer als sonst durch die Medien gegangen, dass der Ausschuss sich geäußert hat. Genau, aber im Allgemeinen, die Medien, die erzählen es mal, aber sie ziehen ja keine Konsequenzen, stellen ja keine echten Fragen. Vor allen Dingen nicht die entsprechenden Leute werden befragt. Also ich habe das jetzt nicht im Einzelnen verfolgt, aber immer wenn ich auf irgendwas gucke, was die UNO gesagt hat und sehe, was die Deutschen da machen, das hat keine Verbindung, ganz einfach. Weil die UNO ist diesen Leuten, die Menschenrechte sind denjenigen, die heute das Sagen haben, völlig egal. Da geht es um Kunden, auf der einen Seite, dass man Geld abschaffen kann und auf der anderen Seite um billige Arbeitskräfte. Und wenn man die billigen Arbeitskräfte so erziehen kann, dadurch, dass man sie quasi mit dem Tod bedroht, dass sie mitmachen, das ist reine Mafia-Methodik, dann macht man das. Das, was dazwischen ist, die Menschenrechte sind denen, die Verfassung, die Menschenrechte, die Grundrechte ist denen völlig egal von vornherein. Also und da sehe ich auch nicht, da kann die UNO reden, wie sie will, solange die UNO keine Panzer hat, um uns da zu überrollen, passiert dann nichts. Ja, eine Machtfrage. Da
da könnte ich noch was sagen, aber ich wollte noch mich noch etwas auf die Menschenrechte konzentrieren. Was mir auffällt, das Recht auf soziale Sicherheit, Artikel 9, dass praktisch alles, was wir an Sozialversicherungen haben, bis auf die Pflegeversicherung, weil die global nicht so etabliert ist, mit drin. Zumindest laut dem allgemeinen Kommentar der UNO dazu. Und das scheint überhaupt keine Rolle zu spielen, wenn ich das richtig verstehe, vor dem Bundesverfassungsgericht, dass die Leute ja auch in die Arbeitslosenversicherung auch lange vielleicht eingezahlt haben. Mhm. Das scheint nicht das Thema zu sein. Okay, da geht es ja jetzt um Hartz-IV-Sanktionen bei dem. Aber Hartz-IV ist natürlich überhaupt gewesen die Kappung der der Sozialversicherung. Da ist ja die Versicherungsleistung, man zahlt immer ein, auf eine Staatsleistung übergegangen und da wird halt sanktioniert. Die Versicherungsleistung, da zahlt man unheimlich ein, um ein Jahr lang da noch ein bisschen Arbeitssuche machen zu können. Und ab dann danach ist mein Hartz IV. Das steht ja überhaupt in gar keinem Verhältnis. Ja. Worauf Sie auch eingegangen sind, ist das Recht auf Arbeit. Ich denke, das geht etwas hinaus darüber, über unsere Berufsfreiheit, die wir in Artikel 12 vom Grundgesetz haben. Der Staat musste sich auch mehr kümmern, dass die Leute Arbeit bekommen. Ja, das sehe ich anders. Für mich ist die Frage, was ist Arbeit? Und für mich ist Arbeit eigentlich fast das Heiligste, weil es ist ja heute, wird zur Religion erklärt, ne? Wehe, du bist arbeitslos oder sagst, du willst nicht arbeiten, dann gehörst du ja zu den absoluten Losern in der Gesellschaft. Arbeit ist eigentlich, also ich sage das immer so, ich sage, durch Arbeit bestimme ich mein Verhältnis zur Welt und betreibe die Ausbildung meines Wesens und meiner Fähigkeiten oder meiner Fähigkeiten und meines Wesens. Das ist irre. In dem Moment, wo ich arbeite, da bin ich ja gestaltend an den Weltprozessen dabei. Und natürlich bildet mich das anders, ob ich Maler bin oder Professor oder Musiker oder Maler meinte ich jetzt Anstreicher oder ob ich LKW-Fahrer bin. Es ist eine andere Aufgabe, die ich übernehme und es hat für die Entwicklung meines Wesens eine andere Bedeutung. Ich sage, Arbeit ist der intimste Prozess, durch den man in der Welt steht. Nämlich, das ist die Eigenentwicklung, die Entwicklung des eigenen Wesens. Wir gehen durch die Arbeit und durch sonst gar nichts anderes. Es kann auch innere Arbeit sein. Meditation, eine gute Psychotherapie kann auch innere Arbeit sein. Ausbildung ist innere Arbeit. Also es muss nicht immer eine äußere Arbeit sein. Aber die Arbeit ist dasjenige, wodurch ich mich bilde. Und da darf von außen keiner reinreden. Wir haben im Bundesverfassungsgericht ganz wichtig diese Sache, dass die sexuelle Selbstbestimmung, dass da die Gesellschaft nicht mehr reinzureden hat. Da ist ja ganz viel gelaufen durch das Bundesverfassungsgericht, auch gegen die Impulse aus der Politik, dass man sagt, in der Sexualität, da hat nicht die Gesellschaft zu reden, das muss ich selber finden, im gewissen Grade. Ja? Ist zur Strafbarkeit, wenn man Kinder oder sowas, oder mit Gewalt. Aber alles, was auf der Freiwilligkeit, ob ich mit einer Frau, als Frau, mit einer Frau zusammen sein will oder als Mann mit einem Mann und so weiter und so fort, da hat die Gesellschaft nicht reinzureden, weil es so intim ist und so die Persönlichkeitsrechte betrifft. Dasselbe muss auf dem Gebiet der Arbeit gelten. Auf dem Gebiet der Arbeit hat die Gesellschaft nicht reinzureden. Hat mich nicht zu bestimmen, irgendwas zu machen, weil wenn ich was machen muss, was mir unsinnig erscheint, werde ich gelähmt. Ja, und da ist das Problem. Ja? Und deswegen, das Recht auf Arbeit muss aus meiner Sicht so gestaltet werden, dass jeder das Recht haben muss, zu tun, was er selbst für sinnvoll hält. Nicht, dass der Staat einem fertige Arbeitsplätze bietet, die er für sinnvoll hält, sondern dass ich ermächtigt werde, zu tun, was ich für sinnvoll halte. Das ist der Unterschied. Und deswegen wird dieses Recht auf Arbeit halte ich da ein bisschen für kompliziert. Und wenn es so als Begriff genommen wird, aus meiner Sicht wird das Recht auf Arbeit verwirklicht durch bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich nicht wegen dem Geld arbeiten muss, sondern fragen darf, was macht Sinn, dann muss ich frei sein davon, wegen Geld arbeiten zu müssen. Also da ist für mich ein Umschwung zu dem, was heute üblich ist. Dann ist die Frage, wo das menschenrechtlich dann seine Verankerung hätte. Ich würde dahin tendieren,
bei Artikel Freiheit der Berufswahl, Recht auf Arbeit oder Artikel 12 Grundgesetz oder Recht auf Arbeit in dem Sinne, dass man mehr die Freiheit haben muss, sich aussuchen zu können, was man macht. Es gibt ja, also wenn ich mir die Menschenrechte der UNO anschaue, gibt es ja den Artikel 11, der angemessene Lebensstandard. Mhm. Und das andere gibt auch einen Artikel, ich glaube 7, wo es darum geht, um Recht auf gerechte Bezahlung. Also bei denen fehlt das Streikrecht, was wir im Grundgesetz haben, aber dafür gibt es ein Recht eben auf gerechte Bezahlung. Wenn es halt Erwerbsarbeit ist, da frage ich mich, müsste dann nicht ein Mindestlohn immer noch höher sein als das, was ein Grundeinkommen ist? Genau, also das ist die Frage, aber für mich wäre es das Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Also Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, da müsste hin, dass die Arbeit zum Gebiet der freien Entfaltung der Persönlichkeit gehört. Und die muss man leisten können, wenn man sie für sinnvoll hält, auch wenn sie kein Geld bringt. Aber wenn sie Geld bringt, umso besser. Aber alles Geld, was man bei bedingungslosem Grundeinkommen verdient, kommt ja obendrauf, sofort. Das heißt, das Lohnabstandsgebot ist dann mit dem ersten Euro, den man verdient, weil es obendrauf kommt. Das heißt, und deshalb würde dann, das würde dann auch dazu beitragen, dass der Artikel 7 UNO-Sozialpakt die rechte Bezahlung dann nicht unterlaufen wird, weil man auch so genug hat und dass man die Freiheit hat, sinnvolles zu tun. Und ob man unter Arbeitsbedingungen arbeiten will, die man würdigend findet, das steht ja einem dann frei, weil man nicht muss. Grundeinkommen sagt, ey, ich habe genug, mach deinen Scheiß allein, das passt mir nicht. Das heißt, das Recht auf anständige Bezahlung folgt, wenn ich Grundeinkommen habe, sage ich, du, ich komme gerne zu dir, aber mit der Bezahlung, damit machst du dich ja ein bisschen lächerlich. Ne? Also so, ja, da komme ich nicht, mach deinen Scheiß alleine. So. Jetzt gibt es beim UNO-Sozialpakt, ist da ein Recht besonders exponiert und das ist es von allem hier geltenden Recht, nur beim UNO-Sozialpakt, nämlich das Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit, weil da eben dieses schöne Wort Höchstmaß drin steht. Da haben wir uns mal den allgemeinen Kommentar Nummer 14 durchgelesen und da sagt der Ausschuss zum UNO-Sozialpakt, wenn Sparmaßnahmen sein müssen, also zum Beispiel aus Haushaltsgründen, dann ist bei der Gesundheit als letztes zu sparen. Also im Zweifel, wenn es nicht reicht, alles andere Soziale kann man eher zusammenkürzen als die Gesundheit. Mhm. Wie sieht das denn da beim Hartz IV aus? Hält man sich da dran oder kürzt man bei der Gesundheit vielleicht sogar eher als bei im Verhältnis dazu weniger sensiblen sozialen Rechten? Ja, also Hartz IV, da kürzt man an dem Sinnbedürfnis überhaupt nicht, das wird von vornherein, da ist keine Kürzung, sondern ist überhaupt nicht vorgesehen. Man muss jede zumutbare Arbeit annehmen, egal ob sie einem passt oder nicht. Also ob ich was für sinnvoll halte oder das Gefühl habe, da werde ich wirklich gebraucht, das ist überhaupt nicht die Frage in Hartz IV. Da kann man da nicht von Kürzen, sondern von vollständiger Eliminierung der Sinnfrage im Arbeitsleben rechnen. Und das Druckmittel wird tatsächlich auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit und Wohnung, also auf die wirklichen, ich will mal sagen, physischen Grundbedürfnisse ausgerichtet. Ja. Man könnte Hartz IV so einführen, dass man sagt, oder so ausgestalten, dass man sagt, das Minimum wird nicht angegriffen. Hartz IV liegt aber 100 Euro höher als das sogenannte Existenzminimum, als heute. Und ich gehe dann und sanktioniere die 100 Euro oder sowas. Das wäre ja möglich, ne? In Stufen oder so. Mhm. Ne? Dann wäre nicht direkt die Gesundheit angegriffen. Aber Hartz IV ist der Totalangriff auf das, was hier in der UNO als die Basis oder als das Letzte wohl zugegriffen werden kann. Sich darauf bezieht. Jetzt haben wir ja auch angesprochen, wenn Leute die Sanktionen haben, dass dann viele nicht mehr genug für die Nahrung haben. Bei 100% Sanktionen ja auch Menschen dadurch wahrscheinlich auch viele Menschen obdachlos werden. Wie ist das denn mit der Versorgung mit medizinischen Dienstleistungen und mit Medikamenten? Also die Krankenkasse ist weg. Wenn man da nicht sehr aufpasst, man ist ja pflichtversichert. Und man gerät dann in eine Depression, was ja dann durchaus passieren kann, wenn ich da stehe, plötzlich ohne Miete, ohne Essenskosten und ohne alles.
dann schickt einem die Krankenkasse einen netten Brief, sie sind abgemeldet, sie können sich jetzt freiwillig weiterversichern, sie sind auf jeden Fall zwangsversichert. Wenn man nicht rechtzeitig dann seine Einkommenslosigkeit bekannt macht bei der Krankenkasse, geht die Krankenkasse auf den Höchstbetrag, über den sie einem monatlich in Schulden setzt. Das heißt also, den sie monatlich von einem einfordert, und dann kriegt man einen gigantischen Schuldenberg, alleine durch die Krankenkasse, weil man ist ja zwangsversichert, man kommt ja nicht raus. Wenn man sich für obdachlos und für einkommenslos erklärt, muss man den Minimalbetrag bezahlen in der Krankenkasse. Der liegt ungefähr bei 140, 150 Euro. Den muss man trotzdem aufbringen. Das heißt, innerhalb der Sanktionen selber kann man gar nichts bezahlen. Danach wird das Geld dann eingefordert. Das heißt, eine Sanktionierung um 100% ist nicht nur das Geld, was einem direkt fehlt, sondern es entstehen automatisch schon alleine durch die Krankenkasse. Dann kommen aber die Schulden, die noch entstehen, dadurch, dass man ja essen will und irgendwie unterkommen will und so, entsteht ein gewaltiger Schuldenberg, der dann von dem nachfolgenden Hartz IV abgezogen werden kann, muss, soll, irgendwie. So, also da wird man sofort zum Schuldner. Das ist die eine, das ist die finanzielle Geschichte und die praktische, wenn ich wirklich ein Problem habe. Ich werde natürlich ja nur auf dem aller niedersten, eine radikale Notversorgung gibt's, alles darüber hinaus nicht. Also wenn ich ein Zahnproblem habe, wird mir der Zahn gezogen, aber er wird nicht behandelt. Und so geht das auf allen Ebenen, die da sind. Selbstverständlich wollen die Krankenhäuser da jetzt nicht Arbeit investieren und kriegen kein Geld dafür. Und das Problem besteht. Das Problem ist noch härter dadurch, als ein Großteil aller Sanktionen, die dann beklagt werden, da werden ja 40% oder bis 50% der Sanktionen, wo die Menschen sich dann zu klagen entschließen, die werden dann zugunsten der Kläger entschieden. Das heißt, nachträglich stellt sich raus, dass die Sanktionen unberechtigt waren. Das ist, wenn alle Leute klagen würden, es klagen nur 5% ungefähr der Leute. Das ist eine Frage, ob man die Möglichkeit sieht, ob man die Motivation hat. Wenn man obdachlos ist, ist es sehr schwer zu klagen. Wie schreibst du denn die Sachen und so weiter und so fort. Das heißt, von denen kommen 40% bis 50% wird gesagt, dass die Sanktionen unberechtigt waren. Da tritt das interessante Bild auf, dass die Sanktionen durchleiden mussten, obwohl sie unberechtigt waren. Und die Zähne sind gezogen, die sozialen Verhältnisse sind zerstört, die Gesundheit ist nieder, die Wohnung ist verloren. Und dann kommt ein Richter und sagt, die Sanktion war unberechtigt. Hammer. Und dann müssen die Jobcenter nicht haften. Warum? Es gibt, die geben einem nur das Geld zurück, was sie einem vorenthalten haben. Ich habe ja in der Zeit, wo ich kein Geld habe, Rechnungen, die ich geltend machen könnte. Ja, wie denn? Na, es ist einfach alles zusammengebrochen. Die müssen dann nicht für explodierte Schuldendienste haften und gar nichts. Und es gibt Schmerzensgeld. Wir haben es in Deutschland, dass massenweise falsche Sanktionen verhängt werden und durchlitten werden müssen von den Leuten, auch wenn sie klagen. Es gibt im Allgemeinen keine aufschiebende Wirkung, nur in Sonderfällen. Man kann einen Antrag stellen auf aufschiebende Wirkung. Also das heißt, in Hartz IV ist es anders als in allen anderen Gebieten in Deutschland. Wenn ich ich werde eines Verbrechens bezichtigt und sage Nein und gehe in Klage. Die Strafe kriege ich erst am Ende des Klageprozesses, als allererst, wenn ich durchgehe, bis in die letzte Instanz. Das heißt, eine Klage hat für die Bestrafung eine aufschiebende Wirkung. Das heißt, die Bestrafung wird aufgeschoben, bis am Ende wirklich klar ist, was ist. In Hartz IV ist umgekehrt. In Hartz IV kriege ich sofort die Strafe und muss um aufschiebende Wirkung bitten, trotz Klage. Also ich kann klagen, aber die Klage ergibt mir keine aufschiebende Wirkung automatisch, sondern das muss ich extra erfragen. Und das ist wieder so ein Willkürgeschäft von den Richtern, die sie sehen. Und die machen eine Schnelleinschätzung. Und im Allgemeinen wird einem die aufschiebende Wirkung nicht gewährt. Im Allgemeinen haben die Hartz-IVler ihre volle Sanktion durchlitten, auch 100% Sanktionen. Ich persönlich habe 10 100% Sanktionen in Folge, über 3 Jahre weg, voll sanktioniert, kein Geld für Essen, Wohnung und Krankenkasse.
Und es klärt sich jetzt, dass sämtliche Sanktionen unberechtigt waren. Ich habe viele Anträge auf aufschiebende Wirkung gemacht, sind alle abgelehnt worden. Und das heißt, ich habe eine Riesenzeit zu durchleiden gehabt. Und am Ende kommen sie hin und geben einem nur das Geld, was sie vorher nicht gegeben haben. Das ist für mich so ein Bild wie, ich drücke einem die Luft zu oder gebe einem keinen Sauerstoff. Und nach 5 Stunden gehe ich hin und sage, ach, der hätte ja damals Sauerstoff gebraucht, naja, geben wir doch den Sauerstoff. Dabei ist er längst tot. Also alle sozialen Folgen, alle gesundheitlichen Folgen, alle Folgen in der Lebensgestaltung und Wohnung und so weiter, die werden nicht abgegolten und es gibt keine Strafe für die Jobcenter dafür, wenn sie falsch sanktionieren. Das klar. Ist der Hammer. Ja, kleinen Moment. Okay. Da steht das, eine große Frage offen, nämlich die Frage nach Strafe für die Jobcenter. Das ist eine Frage nach Kriminalität. Wenn die Scheiße urteilen, wenn ich als Arzt einen Fehler mache, muss ich selbstverständlich Schmerzensgeld zahlen und alles drum und dran und dafür einstehen, das müssen die Jobcenter nicht. Ich kenne das mit der Haftung so, dass durchaus Behörden, ja, wenn sie grob fahrlässig jetzt, ich sag mal, unnötige Kosten verursachen, dass da durchaus eine Haftung in Betracht kommen kann. Und sogar, die Jobcenter sind sogar an den Gerichtskosten nicht beteiligt. Das ist ja irgendwo normal, weil das beim Staat von einer Tasche in die andere geht. Aber wenn die Schaden verursachen... Aber der Hartz IV muss für die Gerichtskosten aufkommen. Ah. Wenn der Hartz IV zufällig irgendwo ein kleines Vermögen hat, muss das selber zahlen. Hm. Er kann einen Antrag auf Gerichtskostenbefreiung machen. Da wird aber alles durchgeprüft. Und dann gibt es eine Prozesskostenhilfe zum Beispiel. Na, auf einem sehr niedrigen Niveau. Sowas gibt es für die Jobcenter nicht. Die müssen das nicht, die sind von vornherein befreit. Das ist einfach eine Unglaublichkeit, was da läuft. Eine Herrengesetzgebung. Ich hätte das so gelesen, dass Behörden durchaus auch Haftbarkeit in Betracht kommt und dass dann die Behörde wiederum gucken muss, ob sie den einzelnen Beschäftigten wiederum in Haftung nimmt. Mhm. Warum das bei Hartz IV nicht so ist? Das ist noch nicht ein einziges Mal passiert. Vielleicht hat es noch keiner geltend gemacht oder die Öffentlichkeit hat es nicht mitbekommen. Das finde ich erstaunlich. Also bei mir jetzt, bei den gigantischen Prozessen ist es so, ne? Ich sag mal nur, das ist nur der eine Punkt. Ne? Erst kriegt man eine 30, wenn die berechtigt ist, kriegt man innerhalb eines Jahres eine 60. Die 60 darf nur sein, wenn die 30 berechtigt ist. So. Und wenn dann kriegt man, wenn die 30 und 60 berechtigt sind, kriegt man eine 100. Ja, ich habe dann noch da 10 Hunderter am Stück. Das ist nur einer der Zyklen. Ich habe mehrere Zyklen. Ne? So, die erste 30 ist unberechtigt. Dann müssten alle fallen. Das ist jetzt gerade im Gericht. Alleine aus diesem Grund müssten alle fallen. Dass sie verfassungswidrig sind, ist eine andere Frage. Das wird ja jetzt geklärt im Bundesverfassungsgericht. Ich meine, dass wenn die sich an verfassungswidrige Gesetze halten und die aus der Logik des Sozialgesetzbuchs 2 richtig anwenden, dann kommt ja meiner Meinung nach auch keine Haftbarkeit in Betracht. Erst dann, wenn sie sich an das Gesetz nicht halten. Genau, und das haben sie bei der ersten nicht getan. Damit sind alle anderen auch hinfällig. Das ist so eine Geschichte. Das ist die Haftungsfrage, die da aufsteht jetzt. Ich bin gespannt, wie wir das entscheiden werden und wie das Gericht das entscheidet. Und vielleicht gibt das auch noch einen Punkt im Bundesverfassungsgericht. Ich habe gesehen, dass ihr auf eurer Webseite auch eine Diskussion über Strafrecht gestartet habt. Welche Paragraphen könnten denn da betroffen sein? Da kenne ich, da bin, das ist, hat mal begonnen von einigen Menschen oder sowas, aber da stehe ich nicht drin. Also das muss ich, wenn jetzt der Fall gegeben wird, ich bin ja sowieso kein Rechtskundler, also anders als Sie, die ganzen Gesetze im Blick haben, ich bin Philosoph und dann, wenn ich dann meine Fragen deutlich genug stelle, dann kommen plötzlich Leute, die sich auskennen. So ist das bei mir. Nicht ich bearbeite die gesetzliche Seite, sondern dann kommen Leute, die sich auskennen, dann machen wir das gemeinsam. So. Und diese Strafrechtsfrage, die wird sich stellen in dem Moment, wo diese Sanktionen dann alle fallen, weil die erste Sanktion, also innerhalb des Hartz-IV-Gesetzes, nichts stimmt. Es stimmt in keiner einzigen Sanktion innerhalb des Hartz-IV-Gesetzes irgendwas, die ich bekommen habe. Das ist noch eine andere Geschichte. Da sind wir dran. Die Richter versuchen alles, um aus der Nummer rauszukommen und nicht
Aber da sind wir dran. Das wird sich alles zeigen, was da passiert noch. Ja. Und noch etwas zur Lösung. Wenn das Existenzminimum, das Soziokulturelle, dann eben gesichert sein soll und dass man freier über die Arbeit entscheiden kann, über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was soll dann mit dem Gesundheitswesen dann sein? Ja, bedingungsloses Grundeinkommen? Ja. Naja, da gibt es ja zwei Fragen. Ne? Entweder gestaltet man das auch rein staatlich, da bin ich dagegen, oder das muss so hoch sein, dass man sich auch eine Krankenkasse leisten kann. Und die Krankenkasse würde aber wesentlich billiger werden durch bedingungsloses Grundeinkommen. Weil in den Gehältern einer jeden Krankenschwester zum Beispiel ja 1.000 Euro Grundeinkommen schon drin sind. Das heißt, man muss nur zahlen, was oben drauf liegt. Dadurch wird das gesamte Krankenwesen billiger. Hm. Das ist das eine. Und es kann jeder zahlen. Also in der Zeit, als die FDP noch was zu sagen hatte, da hatten die vorgeschlagen, für Krankenkassen Kopfgeld, also pro Kopf. Heute gilt Familiengeld. Also wenn ich als Familienvater zahle, ich für die gesamte Familie Krankenkasse. Ne? Und die haben gesagt, nee, nicht so, sondern jeder soll Krankenkasse zahlen, hat die FDP. Und das ist natürlich asozial oder unsozial, in dem Moment, wo ein Verdiener für die gesamte Familie zuständig ist. Ne? Dann habe ich schon, ich habe drei Kinder und eine Frau. Und jetzt soll ich praktisch, dass ich einen Krankenkassenbeitrag und die anderen sind mitversichert, zahlen muss. Soll ich plötzlich für alle eigene Krankenkassen bezahlen? Dabei habe ich schon die Essenskosten und die Wohnkosten und die Kleidungskosten von allen. Das würde mich überfordern. Aber so war das gedacht von der FDP. Bei bedingungslosem Grundeinkommen ist es anders. Da hat jeder ein eigenes Einkommen. Das Kind hat sein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Frau hat ein eigenes Grundeinkommen. Ich habe mein Grundeinkommen. Jeder hat ein Einkommen. Dann kann man auch von jedem die Krankenkasse berechnen. Das heißt, die Einzahlerschaft würde explodieren. Im Verhältnis zu heute. Statt ungefähr 20 Millionen hat man plötzlich 80 Millionen Einzahler. Und die Kosten, die auf der anderen Seite würden sich senken und dann wird die Krankenkasse relativ ganz billig. Also so zwischen 70 und 100 Euro. 70 Euro ist zu erwarten. Alles andere. Und das Grundeinkommen muss so hoch sein, dass man sich das finanzieren kann. Und wie soll das finanziert werden, abgesehen von Wegfall der hohen Verwaltungskosten für Hartz IV? Da gibt es nun so viele Modelle, dass jetzt in der ganzen Kürze so dahin zu knallen, würde mir ein bisschen schwer fallen. Okay. Da gibt es also so viele verschiedene Modelle, die alle die Möglichkeit zeigen, dass es geht, dass ich das jetzt doch bitte aussparen darf. Okay. Ja, das Wichtige ist ja das Ergebnis, dass alle genug haben für ein würdiges Menschenrecht. Genau, und das ist durchaus drin. Heute ist es halt so, oben wird unwahrscheinlich viel Geld ausgegeben und unten unwahrscheinlich wenig. Ja, und da und diese Ungleichheit, die kann man halt ganz leicht beseitigen durch bedingungsloses Grundeinkommen. Und da gibt es die verschiedensten Wege. Ja. Jetzt würde mich noch ein Ausblick in die Zukunft interessieren. Und zwar einmal hat das Bundesverfassungsgericht durchblicken lassen, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist in Sachen Hartz-IV-Sanktionen. Und einmal, was kommt von der Bürgerinitiative bedingungsloses Grundeinkommen in der nächsten Zeit zum Thema? Also das Bundesverfassungsgericht hat noch kein Datum gegeben, wann die Entscheidung fällt. Die Verhandlung ist jetzt gelaufen. Das heißt, jetzt sind die ganzen Aktenberge, die hinten liegen mit sämtlichen Informationen, die da drinnen sind und so weiter und so fort und den ganzen Geisteskämpfen, die da drinnen liegen und die öffentliche Verhandlung, was da gesagt worden ist. Und die Richter müssen sich jetzt auf einen Spruch einigen. Die Richter selber sind sehr, ist eine unglaubliche Spannbreite, die den Prozess in der Hand hat. Die hat schon, die ist sehr auf der sozialrechtlichen Seite oder sowas sehr wach. Und die ist eigentlich auf der Seite der Menschenrechte, würde ich behaupten. Jetzt hat es den Habert auf der anderen Seite, der frisch aus dem Finanzmarkt gewissermaßen eingekauft ist fürs Bundesverfassungsgericht und die Sanktionen als Politiker, der er vorher war, direkt bis dahin auch immer für berechtigt gehalten hat. Das ist also in diesem Senat ist eine unglaubliche Spannbreite jetzt und da muss jetzt gerungen werden. Und ich bin gespannt, wie schnell das geht. Aber das kann lange dauern. Das wissen wir nicht. Die werden von selber einen Termin sagen, wann sie fertig sind mit dem Urteil. Ne? Oder wann sie das so weit haben, dass sie es dann rausgeben werden. Das ist jetzt von aus.
Wir als Bürgerinitiative selber haben das Gefühl, dass damit nur ein kleiner Teil geregelt ist. Es gibt ganz viele Sachen, die nicht geregelt sind. Und da sind wir auf verschiedenen Ebenen weiter tätig. Ja, jetzt ist ja dann nächst das 70. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai diesen Jahres. Da machen wir eine große Aktion, weil wir das Gefühl haben, dass das Grundgesetz eigentlich in der Politik schon lange nicht mehr gilt. Wenn irgendjemand der geneigten jetzt Zuhörer erlebt hat, was zum Beispiel mit TTIP und so weiter war, da sollten Gesetze von unserem Parlament übernommen werden, ohne dass das Parlament selber reinguckt. Niemand hatte eigentlich das Recht reinzugucken. Und die Gesetze sind nicht im Parlament gemacht, sondern irgendwo bei Wirtschaftlern gemacht. Und damit ist das Grundgesetz völlig außer Kraft gesetzt. Wir haben unsere Politiker gewählt, damit sie Gesetze machen und nicht, dass sie Gesetze blind einkaufen und sich beugen. Und da sind lauter Mechanismen in diesem ESM, der die Demokratie völlig außer Kraft setzen. Ja. Und so weiter und so fort. Da ist das Grundgesetz zutiefst angeschossen und an dieser Stelle. Worum geht es am 23. Mai, zum 70. Grundgesetzgeburtstag? Und da machen wir eine Aktion und die ist zu finden unter deine-verfassung.de. Da werden wir dem Bundes... das ist aber eine Voraktion zu was Echtem dann. Also ich will mal sagen, es ist eine Künstlerreaktion um dieses... Die werden sich hinstellen, unsere Politiker, und lügen, wie toll die Verfassung ist. In Wirklichkeit haben sie sie selbst außer Kraft gesetzt. Es gibt einen außerordentlich interessanten... Verletzt, nicht außer Kraft gesetzt. Dann wären wir ja ziemlich schutzlos, wenn sie sie außer Kraft gesetzt hätten. Durch diese Verträge... durch diese ESM-Verträge und sowas, durch diese Freihandelsverträge, die sind so gestaltet, dass das Grundgesetz, obwohl es formal da ist, nicht mehr wirken kann. Das sehe ich anders. Mhm. Die missachten das Grundgesetz, sie verletzen es, aber es ist nicht außer Kraft. Gut, wenn man so sagen will, wenn wir hier genügend... Der Patient ist verletzt, aber nicht tot. ...dagegen zu wehren, das ist die Frage, genau. Genau. Da. Und an dieser Stelle, da greift unsere Aktion am 23.05. ein. Ja? In Karlsruhe? Ja? In Karlsruhe? Hier in Berlin. Okay. Das ist ja eine politische Frage. Hier in Berlin. Und nähere Informationen gibt es dann noch auf der Webseite, denke ich. Auf der Webseite. Und der wichtigste Teil auf der Webseite ist von Ferdinand Kirchhoff. Ferdinand Kirchhoff war bis Ende November der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes und der Leiter des Senates, das jetzt unsere Fragen verhandelt. Und er hat einen unglaublichen Bericht geschrieben in der FAZ und der heißt Demo Crazy. Crazy, Demo nicht Demokratie, sondern Crazy von verrückt sein. Demo Crazy. Und zwar am, wenn ich mich jetzt nicht irre, am 21. Dezember 2017. Der ist da verlinkt, den gibt es im allgemeinen Internet nicht mehr. Und da drin wird geschrieben oder wird gezeigt, wie das Grundgesetz durch unsere politischen Machenschaften vollständig außer Kraft gesetzt worden ist. Als Kritik. Und sein Vorschlag ist Volksabstimmung auch auf Bundesebene und auf europäischer Ebene, die wirklich über alles mitbestimmen kann. Und das ist ein außerordentlich interessanter Artikel und dahin zielt unsere Aktion. Den Link hätte ich auch gerne, dass man, genau, dass man vergleichen kann. Auf der Webseite deine-verfassung.de im ersten Text, der da steht, ist auch verlinkt. Okay. Ja. Und daraus folgen Aktionen, auf die kann ich nur hinweisen. Wir haben da richtig was Schönes vor und sind dabei. Und vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. Okay. Ja, vielen Dank für den Ausblick. Und herzlichen Dank für das Interview. Ja, ich danke